Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Days Gone. Und wem erstmal Dankeschön an all diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet mir viel damit, heftet mir und den Kanal am besten. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. So, wir sind immer noch auf Hordenjagd. Aber das nimmt allmählich auch sein Ende. Und dann wird es das eh gewesen sein. So, ich mag jetzt die Horde hier haben. Wir werden hier automatisch in einem Spot vorbeifahren, daher... Ist okay, ich habe leider keinen Napalm und meine Explosives sind jetzt auch eher weniger. Aber, mein, was soll's. Ich glaube, das da unten ist nur eine Fressstelle von ihm. Ich glaube nicht, dass das... Ich glaube nicht, dass das hier ihre... Oh! Moment. Okay. So kann man sich irren. So kann man sich irren, Leute. Richtig schön reinzimmern. Okay, die ist größer als gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Und sie haben mich auch schon gut gepackt. Nein. Das war saudämlich. Das war saudämlich. Ja, ohne davor da schön Explosives reinzuwerfen, ist das halt so eine Sache, ne? Nein. Lauf. Oh, Baum. Und Rachel hier. So. Okay. Hui. So. Hier bin ich. Okay, das heißt, ich darf die jetzt wieder suchen, oder wie? Na, so viele kann ich ja nicht. Ey, die haben echt den Rage abgemurkst. Die waren voll ganz schön viele. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich starte sowas halt immer gerne. Jetzt hat die schon wieder irgendein komisches Geräusch. Ich starte das halt immer sehr gerne mit Napalm oder mit einer Bombe oder mit irgendwas. Nicht so, wie es jetzt lief. Das mag ich überhaupt nicht. So, die Frage ist, wo sind sie jetzt? Ich hätte das Gefühl, dass sie da nach rechts irgendwo hingelaufen sind. Hier hatten wir ein bisschen was. Den nehme ich natürlich noch mit. Nicht, dass wir sie brauchen würden. So. Der gehört mit Sicherheit dazu. Umsonst, die ist einfach präziser. Danke, geht doch.
So. Das ist nur echt die große Frage, wo ist der Rest von euch? Luschis hin. So. Mein Bike haben sie natürlich umwerfen müssen. Okay, die sind auf jeden Fall in die Richtung da hinten irgendwo hingelaufen. Ich will aber die Ohren haben. Die habe ich mir verdient. Okay, schauen wir mal da hinten hin. Da sind sie ja. Ich weiß, da rechts ist auch noch einer. Das ist auch Kerosin. Da sind schon wieder irgendwo Vollidioten. Ich will doch nur diese Scheiß Horde platt machen. Irgendwo höre ich noch welche. Perfekt. So. Mann. Werde ich auf einmal von der Seite schon wieder von irgendwelchen Arschwichsern angeschossen. Unglaublich. Die wirkte mir jetzt aber gar nicht mal so klein, die Horde, ganz ehrlich. Abgesehen davon, dass ich einfach in sie reingestolpert bin. Ist da nicht gerade irgendwas hinter mir? Ich wusste es doch! Dass da irgend so ein Spacko gerade hinter mir her... Mann. Wir könnten theoretisch den Wecker hier mitnehmen, dass wir... Das wäre auf jeden Fall eine feine Sache. Weil dementsprechend können wir hier was wieder herstellen. Und da dieses eine Camp hier vorne uns nochmal anschauen. Vielleicht haben wir das letzte Mal hier Loot noch übergelassen. Ich glaube es zwar nicht. Aber ich will es auch nicht ausschließen. Ja, dieses Geräusch geht mir voll auf den Sack. Was haben wir denn hier? Nichts Interessantes. Okay, irgendwas liegt schon da. Ich weiß noch nicht was. Okay, wir werden sehen. Ja. Ganz umsonst was nicht. Kann ich noch Molotows herstellen? Die kann ich ja nicht. Okay, Kerosin haben wir genug. Das heißt, ich kann die hier auf jeden Fall voll machen. Dann kann ich nämlich auch den Lappen... Oh... Oh, schaut euch das mal an. Okay, hat sich definitiv rentiert. Ey, das hat sich sowas von rentiert. Und da ist auch noch eine Kanne. Das jetzt nicht, aber die Kanne auf jeden Fall. Ey, diese Geräusche, die sie hier teilweise eingebaut haben, die sind schon echt arg creepy. So, ne, ich auch. Ey, das hat sich voll rentiert, Leute. Ich kann auf jeden Fall einen Napalm wiederherstellen. Hier fehlt es mir, glaube ich, am kleinen Rohr, ja. Aber ein Napalm, das ist schon mal echt viel wert. Und ich bin jetzt am Überlegen, bevor wir die nächste Horde uns krallen, ob wir nicht einen Zwischenstopp in einem Camp machen, um... Na, sagt schon... Granaten nachzukaufen. Weil wir haben keine mehr. Und Granaten machen schon echt einen harten Bums. Also gerade 2, 3 so in die Anfangscrowd reingeworfen und die halbe Miete ist schon erledigt. Jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Habe ich mein Bike echt so weit hinten stehen lassen? Krass.
wäre wirklich eine Idee. Ja, machen wir auch. Hier, und ich glaube, da kriege ich sogar direkt 6, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, ich muss nicht rein, raus. Weil das ist immer ein bisschen nervig, dieses... Ja, kurz rein ins Lager, raus. Einmal ums Lager herumfahren, wieder rein. Das nervt ein bisschen. Und ich glaube, hier kriege ich 6. Ich kriege zumindest 4. Mit 4 bin ich zufrieden. Da machen wir keine Schweinereien. Oder sind es nur 3? Ich weiß es gerade echt nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber es könnten 6 sein. Es könnten wirklich 6 sein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es 6 sind. So. Dann tanken und reparieren wir auch. Weil Kohle haben wir auf jeden Fall genug. Das wird nicht das Problem sein. Und dann gucken wir auch kurz auf die Uhr, wie viel Uhr es ist. Ob wir ein kleines Nickerchen schon mal einlegen sollten. Wer hat eigentlich dieses Zeltlager hier mitten in den Weg reingestellt? Welcher Vollidiot war das? Mann. Hey, Deke, was geht? Kommt einmal heim. Nein, Waffen des mit nicht. Du hast wohl ein Loch in deinem Portemonnaie, wie? Das gönnen wir uns. Bitte sehr. Das gönnen wir uns. Auf jeden. Ja, nur logisch. Mehr sind nur 4. Wenn ich genug Punkte hätte, würde Schade. Ich das machen. Aber macht nichts. Oh, man macht auf dicke Hose. Okay, das ist schon besser. Die Sprüche von dem, die sind so nervig. Ja, du machst mich noch zum Millionär, was? Halt's Maul einfach. Du hast wohl ein Loch in deinem Portemonnaie, wie? Okay. Ja, okay. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Wir sehen uns, Deke. Und bei dem Kasperl. Hey, Deke. Schön, dich zu sehen. Na, Max, hey, meine... Max Terra noch immer knattern? Kommt sofort. So, und... 1:45. Hey, Deke. Wir sehen uns. Ich denke, da brauchen wir jetzt nicht pennen gehen. Wir kümmern uns um die hier. Da kann ich nämlich eine Schnellreise hinmachen. Ich denke, das ist am besten. Dann haben wir die da unten. Ich glaube, die ist gar nicht so klein. Die habe ich irgendwo mal bei jemandem gesehen. Ich glaube, die ist gar nicht so klein. Da gucken wir gleich. Oder die war damals verbuggt. Das kann auch sein. Dass die einfach wieder gespawnt ist. Das könnte auch sein. Aber die ist da unten auf jeden Fall im Tunnel drin. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Kleines Rohr. Nein. Doch, kleines Rohr. Wecker. Hier gibt's lecker Loot, Leute. Den gönnen wir uns noch. Auf jeden. Die ist jetzt nicht da unten gerade am Naschen, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das hier gerade nicht die Schnellen waren. Die wir da gerade so frech gesehen haben. Okay, die Tatsache, dass wir hier so viel Loot finden, Leute. Die spricht sehr dafür, dass wir hier es nicht ganz so einfach haben werden. Oder wie seht ihr das? Das spricht doch meistens für... Jo, hier gibt's gleich eine aufs Maul. Okay. Also ich bin mir annähernd sicher. Dass die hier hinten drin ist. Ich bin mir fast sicher, dass die hier drin ist. Und bist du ein Schneller oder ein... Ne, du warst kein Schneller. Ich würde gerne diese ganzen Zeugen hier... Okay, du bist ein Schneller. Schau mal, ob ich die Horde damit anlocke. Aber sei es, wie es ist. Ja.
Oh, Moment. Habe ich die Karte? Die habe ich doch ausgewählt, oder? Keine Ahnung, warum ich keinen Lebensbalken habe. Wow, wo kommen wir denn her? Okay. Ich habe echt gerade keinen Plan, warum ich... warum ich gerade keinen Lebensbalken habe. So. Ach komm schon, du. Ah, das muss doch die... Ey, das war doch auf jeden Fall ein Teil von der Horde. Das ist Horde. Definitiv, Leute. Okay. Wir versuchen es nochmal auf die Ablenkungsweise. Das ist ein Stein gewesen, oder? Okay, ein Attractor hauen wir jetzt noch hier. Wieso habe ich keinen Lebensbalken? Das check ich nicht. Das check ich gerade echt nicht. Holz jetzt gerade volle Lotte, volle Mühe rein, Leute. Okay, die ist definitiv nicht groß. Nicht klein, die Horde. Aber ich habe halt keinen gottverdammten scheiß Lebensbalken. Schaut euch das mal an. Ey, wie viele sind das? Holy moly. Ey, das ist ja krank viel. Ey, schaut euch das mal an. Ey, ich habe keine Ahnung, wie viel das sein soll. Aus meinem Gefühl hier würde ich sagen, ich habe schon keine Ahnung, 200 getötet. Es werden aber nicht weniger. Ey, schaut euch das mal an. Habe ich noch einen Attractor? Ja, einen habe ich noch. Moment. Der muss sitzen, der muss sitzen. Ey, schaut euch das mal an. Und da haben wir jetzt... Ey, das sind echt viele.
Okay, warum die mich gesehen haben. Und warum ich keinen Lebensbalken habe. Keinen Plan. Ey, wo geht ihr denn hin, Jungs? Ey, wie viele muss ich denn töten? Ist das keine Horde? Es verhält sich aber sehr hordig. Ey, die Geräusche, die sind so sick. Ey, ich gehe da gleich runter und zieh mir eine Crowd. Ich meine, der Freund ist ja echt nett und so. Aber ich bin doch hier noch Tage beschäftigt, oder? Ey, wie sick ist das denn? Ey, ich bin so gespannt, wie viele Ohren das sein werden. Down. Ey, allein da unten sind doch schon wieder 200 Ohren. Ey, ich schieß hier und das ist denen egal. Und warum ich keinen Lebensbalken habe, ich weiß es immer noch nicht. Und ich muss gleich Munition nachholen. Wann musste ich das letzte Mal Munition nachfüllen gehen? Ey, krass. Ey, das ist so krass. Ja gut, dann sprayen wir jetzt hier einfach noch ein bisschen rein. Holen wir mal Munition. Und dann gucken wir mal, ob wir eine Crowd ziehen können. Ich hole meine neue Munition. Was haben wir hier denn? Oh, nice. Ein kleines Rohr nochmal. Bike. Ey, ich habe keine Ahnung, Leute, was da unten gerade schief läuft. Okay. Ey, das sind immer noch so viele. Ey, was ist mit euch verkehrt? Aber die interessiert ja nicht für mich. Ja, gut. Ey, alter Schwede. Das waren wieder ganz sportliche. Ey, der wäscht sich auch Tatsache. Ey, keine Ahnung, was hier mit denen los ist. Habe ich jetzt eure Aufmerksamkeit? Oder
Oder zumindest teilweise. Es müssen auf jeden Fall noch massig rumlaufen. Wow, 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 wow. Tja. Ich repariere mal hier meine Axt. Ey, ich habe keine Ahnung, was hier gerade... Was hier gerade verkehrt läuft. Ich meine, das sind halt echt viele. Aber... Trotzdem, Leute. Wie viele können das denn sein? Mal im Ernst. Ich habe keine Ahnung, wie viele ich getötet habe, aber ich habe hier wirklich einige getötet. Ich meine, ihr guckt ja zu. Das war es noch nicht. So viele können doch hier gar nicht drin sein. Really? Really? Okay. Nächste Runde. Jetzt habe ich wenigstens ihre Aufmerksamkeit. Ey, schaut euch das mal an. Wow, 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 wow. Ey, ich habe keine Ahnung, was hier verkehrt läuft. Ey, das die sind doch wieder gespawnt, oder nicht? Also wenn ich jetzt hier XP farmen würde, wäre das richtig geil. Tue ich aber nicht. Ey, das interessiert die einfach nicht. Ey, das interessiert die eiskalt nicht, dass ich hier am Rumpimmeln bin. Keine Ahnung, was ich jetzt hier noch machen soll. Ich habe das Gefühl, dass das hier auf jeden Fall bei mir gerade auch hart buggt. Okay. Wisst ihr was? Moin. Moin. Auch ihr? Alle dürfen mitmachen. Alle wollen ein Stückchen von mir haben. Hallo? Genug von mir für alle da. Ich habe keinen Shot mehr, fällt mir gerade auf. Okay. Jo. Holt mich. Aber scheinbar bin ich auch nicht sonderlich interessant für die. Weil sie machen hier lieber ihr Familienpicknick. Ey, lebst du immer noch? Was bist denn du für ein Robuster? Ja. Ey,
Danke. Zack, zack, zack. Ey, ich weiß nicht, wie viele ich hier jetzt gekillt habe. Es sind unzählige. Irgendwo höre ich noch einen, aber... Eigentlich würde ich den Part auch gerne mal beenden. Aber... Das kann ich ja fast nicht machen. Jetzt kommt einer von hier. Ist gestolpert. Ein Dummer auch noch. Und noch einer. Ey, ich hab keine Ahnung, was hier gerade... Wie gesagt, ich hab halt auch... Ich hab halt auch absolut kein... Ach, da unten. Ey, das gibt's doch nicht. Boah. Jetzt will ich's wissen, Leute. Jetzt will ich's wissen, wie viele Ohren wir hier kriegen. Das müssen unzählige sein. So lange machen wir jetzt den Part noch. Ey, Leute, wir sind bei 32 Minuten. Fuck my life. Ernsthaft. Aber das war doch hier gerade hart verbuggt, oder? Ich habe all mein Stuff. Ich glaube, ich habe keine Granaten mehr. Ich habe keinen Shot mehr. Ich habe zweimal nachfüllen müssen. Oder einmal. Kann auch einmal gewesen sein. Da hinten ist noch ein Ohr. Und die Leichen auf der Brücke, die will ich dann auch gleich noch anfassen. Diese Neros. Heftig, Leute. Heftig. Ich sag's euch, heftig. Also die Horde hat es jetzt echt in sich. Und ich glaube, sie war wieder verbuggt. Ich behaupte, da ist wieder eine gespawnt. Ich kann mich jetzt irren. Aber ich glaube nicht, dass ich mich irre. Ey, allein das sind schon 54 gewesen. 57 und davon ist nochmal 58. Ich bin echt gespannt, wie viele das sind. Oder das waren wirklich so viele. Und das war auch der Grund, warum es hier so viel Loot gab. Das kann natürlich auch sein. Und die ist nicht gespawnt, sondern das war einfach eine zweite Horde. Vielleicht waren es auch zwei Horden. Kann sein. Ich will es nicht ausschließen. Aber warum ich halt auch keinen Lebensbalken hatte, das checke ich halt auch nicht. Aus meiner Sicht hätte ich einen Lebensbalken haben müssen. Ey, schon wieder 30. Leute, 30 schon wieder. Hier. Das waren auch zwei. Irgendwo ist jetzt ein Wolf, der mir auch noch auf den Piss gehen will. Einer. Einer. Haben wir jetzt alle? Oder liegen da hinten immer noch 50 rum? Okay, da oben ist auf jeden Fall noch einer. Den holen wir uns noch. Dann gucken wir mal, wie viele das jetzt insgesamt sind. 907, Leute. Das war, keine Ahnung. Ich glaube, das waren 500. Ich glaube, ich hatte um die 400 im Inventory. Okay, das waren echt, echt, echt verdammt viele. Jetzt habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall noch hier die Brücke mir anschauen. Und da dürft ihr natürlich noch dabei sein. Wenn ich jetzt schon so hart Überlänge mache, dann aber auch richtig. Da ist nichts drin. Ich hoffe, dass ich da einen anfassen kann. Nö, ich kann mal eiskalt keinen anfassen. Ich dachte, vielleicht würde es hier diese IPC-Technologie oder irgendwas geben. Nö. Einfach nö. Okay. Krass. Einfach nur krass. Einfach nur krass, Leute. Da lange ich jetzt aber auch hinten rein. Das hört sich verkehrt an, aber trotzdem, ich mach's. Ja, dann loote ich jetzt hier an dem Nero Point noch was zu looten ist, aber da müsst ihr mir jetzt nicht mehr zugucken. Das kann ich auch alleine erledigen. Ey, sogar hier hinten habe ich noch ein paar hergekeitert. Das ist einfach nur sick. Ey, das war wirklich krass. So, meine Freunde, wir sind aber am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.